Ich wollte Ihnen heute einen Vortrag zu Gehör bringen, der nicht einem Skript folgt. Das heißt, es gibt kein geschriebenes Wort, was so jetzt auch hier von Anfang bis zu Ende vorgetragen werden muss. Insofern darf ich Sie nur ermutigen, durchaus zu unterbrechen, Fragen zu stellen oder die ganze Geschichte auch ein bisschen in eine Richtung zu leiten, die Sie vielleicht mehr interessiert oder so. Sie können mich nicht in diesem Sinne aus dem Konzept bringen, weil ich jetzt heute diese luxuriöse Situation habe, dass ich über das sprechen kann, was quasi mein tägliches Geschäft ist. Das heißt, ich kann sozusagen aus dem Nähkästchen reden und muss jetzt nicht mir kurz noch mal überlegen, was hatte ich noch für eine These und komme ich jetzt aus dem Konzept oder bleibe ich nach meinem roten Faden, den ich brauche. Maike Weber hat es gerade schon in der Einführung gesagt, es ist im Grunde so, dass zeitgenössische Kunst, das ist ja im Grunde auch eine Banalität, einen Entwicklungsprozess hinter sich hat, der eben von ganz neu, ganz unerfahren oder unerforscht bis hin dazu, dass man plötzlich das Gefühl hat, das ist wirklich das, was mich interessiert. Eigentlich einen Entwicklungsweg hinter sich hat, der gar nicht unbedingt aus ihr selbst heraus sich generiert, sondern der tatsächlich aus den Augen und aus dem Bewusstsein des Publikums entsteht. Ich habe immer zur Einleitung einen Leserbrief mitgebracht, der klingt jetzt ganz schrecklich, ist aber eigentlich auch, finde ich, ein bisschen lustig. Der ist auch zur Beruhigung schon von 2009, also auch da hat das Ganze ein bisschen inzwischen seine Brisanz verloren. Aber das waren durchaus Dinge, mit denen wir im Martha zu meiner Zeit und vor allem auch noch vor meiner Zeit zu tun hatten. Und da kann man sehr schön dran sehen, was man eigentlich für Ansatzpunkte hat, um sich mit zeitgenössischer Kunst nochmal auseinanderzusetzen. Der beginnt folgendermaßen. Es ist ein Sonntagnachmittag. Das Wetter ist einigermaßen gut. Der Eintritt ins Martha ist kostenlos. Das müsste doch ein Grund für die Herforder und andere sein, sich zur aktuellen Ausstellung auf den Weg zu machen. Ich behaupte, dass die überwiegende Mehrheit der Herforder Bürger keinen Sinn für das hat, was man heutzutage gerne als sogenannte moderne Kunst verkaufen möchte. Nur ein kleines Beispiel. Was sollen mir eigentlich die Videoinstallationen im Foyer vermitteln? Wer will sich denn solchen Wissen ansehen? Absolut lächerlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das Martha in Zukunft weiterentwickelt. Die Herforder Bürger lassen sich jedenfalls nicht so leicht von vermeintlich großen Künstlernamen blenden. Wenn man das mal gezogen aus der Tagesaktualität herausgenommen sich anschaut und nochmal so ein bisschen sacken lassen, was da eigentlich gesagt wird, dann wiederholt sich ein Muster, was auch gar nicht mal jetzt so spöttisch oder sich darüber erhebend eigentlich in vielen Auseinandersetzungen stattfindet, wenn wir über zeitgenössische Kunst sprechen. Das eine ist, dass sehr viele Menschen im Publikum sich oft, und das ist ja ein Phänomen, was nicht nur in der Kultur passiert, sondern auch durchaus in der Politik, sich oft auf eine angebliche Mehrheit befinden. Das heißt, der Bürger, der vernünftige Zuschauer, derjenige, der mit gesundem Menschenverstand hinschaut, der sieht eigentlich tatsächlich, dass da gerade großer Schabernack getrieben wird und es gibt eine sich verschwörende Minderheit, die versucht, irgendetwas durchzudrücken, was am Ende dann für Kunst erklärt werden soll, möglicherweise nur für große Kunst oder sogar in irgendeiner Weise mit historischen Maßstäben versetzt sein soll. Das heißt, es werden letztendlich in solchen Perspektiven immer auch gewisse objektive Maßstäbe vorausgesetzt. Das heißt, es gibt so einen Common Sense, auf den man sich berufen kann und der dann letztendlich auch so eine Art Grundhaltung produziert. Jeder ist Experte. Das ist ja etwas, was eigentlich wunderbar ist. Und ich würde sogar sagen, wir in unserer Vermittlungsarbeit, ich würde da wahrscheinlich das bei euch mal mit einbeziehen, haben das sogar fast als Grundsatz. Also erstmal das, was Publikum an Kunst, an Ausstellung heranträgt, so ernst zu nehmen, dass jeder ist Experte. Das, was man selber dazu sagen möchte, ist so wichtig und auch ernst zu nehmen, dass egal, ob das dran vorbei ist oder genau ins Schwarze treffend, erstmal das einen wichtigen Zugang darstellt, wie man sich mit dem, was man sieht, was man hört oder was in Ausstellungen realisiert wurde, auseinandersetzen kann. Trotzdem ist aber in der Kritik, in der öffentlichen Meinung, dann dieses Expertentum oft immer quasi dadurch begründet, dass man sich auf eine wie auch immer geartete und vor allen Dingen nicht nachweisbare Mehrheit der Gleichempfindenden ruft, die aber rein hypothetisch ist. Denn letztendlich, wenn man fragen würde bei dem Publikum, sehen Sie das genauso oder wie sehen Sie das, dann kriegt man ganz schnell mit, dieses Expertentum des Publikums ist tatsächlich so divers und so vielfältig wie das Publikum selber. Das heißt, es gibt dort nicht diese
Mehrheitsströmungen, wo wir dann als Kuratoren, Museumsdirektoren oder einfach nur als begeisterte Laien diejenigen sind, die da so rausfallen und sich dann so Extravaganzen leisten, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Extravaganz eigentlich in jedem von uns angelegt ist. Und das ist eigentlich das, was es dann auch so aufregend macht. Trotzdem ist es aber so, dass wir im Grunde aus dieser Situation der Konfrontation mit Kunst, die nicht sofort in bestimmte bekannte Raster rutschen, eben diese Form von, ja auch letztendlich Abwehrmechanismen haben. Und wenn man dazu einen Dritten noch nennen will, dann ist es natürlich immer auch das Geld. Geld ist ein wunderbares Argument, wo wir uns auf etwas zurückziehen können, was wir kennen. Das hat jeder in seiner Börse, jeder weiß, was Geld wert ist und jeder kann darauf basieren, dann eben auch beurteilen, ob das, was man dort jetzt sieht, dieses meistens vermutete, nicht mal bewusste Geld wert ist und dass dafür dann ja doch wieder furchtbar viel Geld eben rausgeschmissen worden ist. Meistens sind es ja dann die viel zitierten Steuergelder, die dafür ausgegeben werden und so weiter. Wenn man das eben, so wie ich das eben schon gesagt habe, ernst nimmt und auch ernst nehmen möchte, dann ist es eigentlich so, dass man das sehr verständnisvoll auch als eine sehr natürliche Reaktion sehen kann, dass wir immer dazu neigen, angesichts des Unbekannten auf Bekanntes zurückzugreifen. Das Bekannte ist quasi die Peer Group, also das, was wir im Rücken meinen, also unsere Familie, unsere Gesellschaft, unsere Nachbarschaft, diejenigen, in deren Geiste wir uns beheimatet fühlen. Und das Zweite sind so rationalistische Fakten. Und eines der wichtigsten Rationalismen, mit denen wir zu tun haben, ist eben tatsächlich das Geld, der Lebensunterhalt, das Verhältnis von Ware und Gegenwert, in dem wir uns tagtäglich bewegen müssen und wo wir auch tagtäglich wieder urteilen müssen. Denn das ist ein Urteil, jeder Kaufausgang bedingt, dass wir bewerten können, ist das, was ich dort jetzt kaufen möchte, das Geld, was dafür gefordert wird, wirklich wert. Das heißt, wir gehen im Grunde in Ausstellungen mit genau diesem bekannten Kriterienkatalog, um letztendlich mit dem ein bisschen auszuweichen, dass wir mit etwas konfrontiert sind, was wir erstmal so nicht zuordnen können. Nehmen wir mal einen zweiten Ansatzpunkt. Sie haben in irgendeinem großen Museum, in einer der großen Städte Europas, eine Ausstellung, die sich in irgendeiner Form mit Phänomenen, zum Beispiel des Expressionismus, beschäftigt. Dort haben Sie eine grundsätzlich andere Situation, allein aus der Perspektive des Betrachters. Man geht zu einer Ausstellung, wo man glaubt zu wissen, was einem begegnen wird. Und man fühlt sich vor allen Dingen auch visuell zu Hause. Wenn man dann aber mal genauer hinschaut, und das ist oft ein sehr schönes Phänomen, wenn man mit Besuchern spricht oder wenn man quasi Führungen durch solche Ausstellungen macht, was denn dann tatsächlich dem Betrachter, und wir bleiben jetzt mal innerhalb des Expressionismus, begegnet, dann merken wir plötzlich, dass wir Dinge heute als selbstverständlich nehmen, die eigentlich so selbstverständlich nicht sind. Also warum sind Pferde blau oder gelb? Das war zu Recht, würde ich sagen, zu der Zeit, als sie entstanden sind, eine unglaubliche Provokation und der Grund darum, warum sich die Leute enorm empört haben, was diese Kunst eigentlich will. Wir können das noch sehr viel konkreter machen. Die erste Ausstellung von Edvard Munchs Der Schrei 1892 wurde nach wenigen Tagen geschlossen, wegen Publikumsprotesten. Das heißt, das, womit wir heute als sichere Bank sagen können, wenn ich das zeige, in irgendeinem, manchmal sogar in sehr minimalen Kontext, ist bei mir die Bude voll oder so, war zu der Zeit seiner Entstehung ein hochprovokatives und empörendes Bild oder sogar ein künstlerisches Oeuvre, bei dem die Leute, genau wie wir heute auch im Zentrum genössischer Kunst, das Gefühl haben, sie werden da gerade verschaukelt, weil da schmiert jemand in irgendwelchen beliebigen Farben und dann auch noch so einen furchtbaren aufgerissenen Mund und grauenhafteste Assoziationen weckende Szenen auf die Leinwand, nicht besonders kunstfertig, was so die Feinheit der Ausführung anbelangt, und dann soll das plötzlich irgendwie das wichtigste und größte Kunstwerk sein, was dann in den nächsten 100 Jahren plötzlich die Gemüter bewegt. Für uns heute eine Selbstverständlichkeit, zu der Zeit, wo das Ganze entstanden ist, eben entsprechend auch mit einem hohen Provokationspotenzial ausgestattet. Das heißt, auch da sind wir immer noch im Bereich des Banalen, durch die Geschichte verändert sich das Werk in seiner Anschauung. Und diese Anschauung ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, es hat tatsächlich in mir irgendetwas anderes stattgefunden, sondern die Sehkonventionen
auch letztlich kulturelle Konventionen verändern sich mit der Zeit mit. Es gibt wunderbare Reiseberichte von den ersten Eisenbahnfahrten, wo die Mitreisenden davon berichten, dass bei einer geschätzten Geschwindigkeit von ungefähr 25 bis 30 Stundenkilometer der Eisenbahnwaggons dem Mitreisenden schlecht geworden ist, weil es zu schnell gewesen ist. Und das heißt, der Wahrnehmungsapparat, das, was wir mit den Augen in der Lage sind zu verarbeiten und gleichzeitig eintreffende Informationen, ist ebenfalls einer kulturellen Entwicklung durch die Zeit unterworfen. Und dass wir heute nicht nur mit 200 Stundenkilometer über die Autobahnen fahren können, sondern auch gleichzeitig in der Lage sind, zum Beispiel vor dem heimischen Fernseher Schnittgeschwindigkeiten von einem Bild pro Sekunde auszuhalten und das auch noch unterhaltsam zu finden, ist eine grandiose Veränderung unserer Gehirnleistung, die nicht zu unterschätzen ist und die immer wieder deutlich macht, dass das, was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, nicht objektiv ist, sondern das, was wir mit dem Gehirn daraus folgern, wie wir letztendlich diese Informationen zusammenbauen zu einem Weltenerlebnisbild, das ist etwas, was sehr starken Veränderungen unterworfen ist. Und insofern, wenn man dann sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, dann hat man eigentlich schon ein ganz wichtiges Handwerkszeug, für das man sich, mit dem man sich eigentlich rüsten kann, nämlich eigentlich die Grundtugend in so einer Ausstellung gelassen. Damit das Ganze aber nicht zu nett und zu freundlich wird, würde ich sofort sagen als nächstes, aber wenn Sie dann gelassen in der Ausstellung, regen Sie sich bitte ruhig auf. Denn letztlich diese emotionale Beteiligung schafft auch Bindung. Also auch ein Bild, was ich zutiefst ablehne, wo ich wirklich mich empören kann, dass so etwas jetzt in dieser Ausstellung zu sehen ist, ist letztendlich etwas, was mit mir persönlich eine Verbindung bringt. Ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Praxis, und wir sind ja berufsverständnisvoll, sagen, dass eigentlich die Künstler oft die interessantesten sind, die mich dann auch noch aus der Reserve rufen können. Das machen sie gar nicht mal darüber, dass sie jetzt nicht nur sich ausziehen, sondern auch noch ganz furchtbare andere Dinge machen, wo man dann denkt, jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen, sondern das können manchmal ganz banale malerische Gesten sein, wo man plötzlich sagt, das geht jetzt nicht mehr. Also man kann jetzt nicht so nochmal wie vor 30 Jahren malen und sagen, das ist jetzt das Allerneueste und das Wichtigste, was wir uns angucken müssen. Und diese Reibungspunkte, wo man merkt, dass das Erklärungsschema, was man eigentlich hat, ist nicht sofort das Raster, in dem dann etwas reinfällt, wo man sofort sagt, deswegen verstehe ich das, deswegen finde ich das auch gut, sondern eher so, wo man das Gefühl hat, man geht nach Hause und da bleibt etwas hängen, was gar nicht mal so positiv besetzt ist, sind eigentlich die Schlüsselmomente, mit denen man dann sich mit Kunst beschäftigen kann und auf etwas eingehen kann, was vielleicht später dann nochmal zu einer Begeisterung führt darüber, dass da was entsteht zwischen mir und dem Kunstwerk, zwischen meinen quasi vorgefassten Erwartungen und dem, wie diese Erwartungen dann doch immer wieder unterwandert oder auch erweitert werden. Das ist letztendlich der Prozess von zeitgenössischer Kunst. Und ich glaube, unabhängig davon, dass wir nach wie vor in der Breite große Schwierigkeiten haben, diese zeitgenössische Kunst zu vermitteln, haben wir gleichzeitig ein Phänomen, dass genau dieser Moment, dass man das erlebt, dass man an einem quasi Zukunftsbildungsprozess beteiligt ist, dass das auch der Schlüssel für diejenigen ist, die sagen, oh, ich finde das total toll. Und das ist ja quasi das Gegengewicht. Es gibt sehr viele Menschen, die stehen nicht gleich auf und formieren sich zur Gruppe, aber die sind sehr existent und wir als Ausstellungsleute merken das immer wieder, die aus unterschiedlichen Gründen plötzlich anfangen, sich dafür zu interessieren. Und die am interessantesten sind die, die immer ein Gespräch damit anfangen, ich habe ja eigentlich keine Ahnung, aber ich wollte die mal fragen. Weil man so merkt, da entsteht plötzlich etwas, was nicht auf so einem Bildungsniveau stattfindet, sondern was auf einer ganz persönlichen Erfahrungsebene entwickelt wird. Und wo dann etwas entstehen kann, was zum Beispiel ein sehr regelmäßiger Ausstellungsgänger wird, eine Förderin in einem Förderkreis oder dann am Ende vielleicht sogar ein Sammler, der anfängt, wirklich Dinge zu kaufen. Immer noch aus dieser Grundhaltung heraus, ich weiß nicht so richtig, warum ich das gekauft habe, es hat mich interessiert. Und das ist eigentlich etwas, was mir immer noch wieder auch als begeisternde Erfahrung begegnet, dass man immer wieder mit Menschen zu tun hat, die eben nicht die lange kunsthistorische Bildung haben, die nicht die Erklärungsmuster haben, vor denen die Dinge dann verständlich werden, sondern die aus einem sehr direkten und unmittelbaren Erlebnis, aus der Begegnung mit Werken und mit Künstlern plötzlich eine Begeisterung entwickeln, die sie selber erstmal gar nicht so benennen können.
diese Begeisterung ist auch gar nicht so dieses grundsätzliche, oh wie toll, sondern eher nur so, dass irgendwie reizt mich das gerade und ich möchte mich damit ein bisschen mehr beschäftigen. Das ist im Grunde etwas, was wir heute, so wie in den ganzen Jahrzehnten und Jahrhunderten vor uns auch, immer wieder erleben, dass wir eigentlich in einem Bildungs- und Entwicklungsprozess beteiligt werden, wo wir eigentlich sagen können, der Augenblick, in dem wir leben, ist auch künstlerisch und kulturell immer das Labor. Das Labor, wenn ich das mal ganz pathetisch sage, an dem Zukunft entwickelt wird. Und zwar genau mit allen Phänomenen, die im Labor auch stattfinden. Also da explodiert mal was, da passiert mal wo gar nichts, wo man dachte, da müsste jetzt eine Reaktion entstehen, da werden Versuchsreihen gestartet, an denen am Ende nichts rauskommt und dann werden in ganz kleinen Ausschnitten immer wieder dann plötzlich auch Momente sichtbar, wo man denkt, ja, da hat was funktioniert. Und das, was letztendlich Ausstellungen tun, seien sie nun von Künstlern organisiert, seien sie in Kunstvereinen zusammengestellt oder seien sie dann in Museen auf einem schon etwas etablierteren Niveau zusammengestellt, ist eigentlich immer wieder so eine Art Resümee, also auch eine Befragung. Ist es das jetzt? Und nimmt uns das mit in die nächsten 10 Jahre? Und wenn wir dann 10 Jahre weiter sind, bleibt wieder die Hälfte auf der Strecke und wir schauen nochmal wieder, was überlebt uns weiter. Und letztendlich ist es ein sehr experimenteller und auch sehr interessanter Selektionsprozess, den die Geschichte eigentlich für uns vornimmt, und zwar die Geschichte in Form von einem kollektiven Gedächtnis. Und dieses kollektive Gedächtnis ist letztlich das, was Museen nicht nur fördern müssen, sondern letztlich auch darstellen müssen. Sprich, wir haben eine Situation, in der verschiedenste Institutionen, und die Kunsthalle Lingen ist da eines davon, mit solchen Initiativen wie zum Beispiel einem Preis, den man vergibt, und damit einer Sammlung, die entsteht langsam, zu gucken, kriegt man das hin, durch das Versammeln von Expertenwissen, durch so einen Selektionsprozess, Stück für Stück, das so eng zu führen, dass man sagt, für das Jahr 2000, ich weiß nicht was, ist das jetzt jemand, wo wir zumindest in einer relativ großen und kompetenten Gruppe glauben, dass das Bestand haben könnte. Und mit einer ganz großen Betonung auf könnte. Wenn auch wir als Experten mit viel Erfahrungswissen, mit viel auch letztlich historischem Wissen, bleiben bei vielen Dingen auch auf der Strecke. Und ich bin manchmal ganz verblüfft, wie viele Künstler dann doch wieder so aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwinden, von denen man so geglaubt hat, die haben das jetzt irgendwie so einen Durchbruch, so einen Weg geschafft und haben da was vor sich, an das man jetzt auch glauben kann. Auf diese Weise kommen letztendlich Bestände zusammen, die wir in den Museen zusammentragen und die wir in den Museen auf eine Weise verwalten, die hoffentlich auch in Zukunft nicht vor allen Dingen darin besteht, dass wir sie restauratorisch betreuen, denn das wird in der zeitgenössischen Kunst aufgrund deren Öffnung immer ein größeres Problem, sondern dass wir sie vor allen Dingen auch kulturell betreuen. Das heißt, immer wieder ausstellen und immer wieder auch in neue Kontexte bringen, um zu schauen, was passiert eigentlich damit. Also wenn wir ein Gemälde von 1982 anschauen, das ist ja hier jetzt ganz wunderbar zu sehen, spricht das heute noch zu uns. Ich muss immer wieder über den Elefanten stolpern. Ich habe den schon, ich weiß nicht, in irgendeiner früheren Ausstellung mal gesehen. Das ist ja eigentlich so ein Bild, wo man denkt, so mit dieser ganzen figurativen Grundhaltung ist man da so ein bisschen vielleicht drüber hinaus, aber mich fasziniert der wahnsinnig, weil der hat verschiedene Perspektiven. Also wenn Sie den von links anschauen, hat der dunkle schwarze Augenhöhlen, von rechts und gerade jetzt bei der augenblicklichen Beleuchtung ist das fast nur ein riesiger schwarzer Fleck, wo zwei weiße Röhren oder Streifen durchlaufen. Und das ganze, der ganze quasi figurative Prozess findet nur im Kopf statt. Das setzen wir aus dem Erfahrungswissen zusammen. Das finde ich immer wieder ein unglaublich souveränes und faszinierendes Bild, wo ich zum Beispiel jetzt in dieser Situation sage, ja, das Bild hat Bestand. Das sollten wir weiterhin pflegen und immer wieder neu zeigen und uns auch immer wieder neu anschauen. Während andere vielleicht dann so denken, wo man sagt, das sieht sehr nach 80er Jahre aus. Und was danach kam, hat das auch ein bisschen weiter auch aufgehoben. Und darüber entsteht eigentlich eine Situation, und das ist in den kleinen Institutionen am besten zu merken, und ich zähle uns als Martha Herr von ebenfalls für kleine Institutionen. Wir haben weder ein großes Ankaufsbudget, noch haben wir, und das ist viel dramatischer, ein großes Depot. Das heißt, man hat irgendwann eine Situation, wo sich die Dinge ansammeln und man plötzlich vor der Frage steht, was machen wir jetzt? Und jetzt kommt mal ein etwas, wie soll ich sagen, zynischer Gedanke. Wir hatten in den Jahrhunderten zuvor einen, wenn man das ganz brutal ausdrückt, natürlichen Selektionsprozess in der Kultur oder auch in der Kultur über Kriege.
Wir leben momentan in Westeuropa in einer extrem langen Friedensphase. Und das hat auch zur Folge, dass wir die Chance haben, auf einem sehr hohen Niveau eine Menge an Kulturgütern anzusammeln, die uns nicht mehr verloren gehen zurzeit. Das kann sich auch natürlich ganz schnell wieder ändern, aber wir haben tatsächlich momentan eine geänderte Sammlungssituation, wo solche Diskussionen entstehen, die sich dann um so Kunstwörter drehen wie entsammeln. Sprich, sollte man auch Sammlungen wieder reduzieren. Sollte man also, wenn wir jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre Bilder im Bestand gehabt haben, sie mehrfach ausgestellt haben, sie angeschaut haben und sie dann nach dieser Zeit plötzlich für dann nach wie vor nicht besonders spannend erleben, sollte man sie dann wieder abstoßen? Wohin ist die erste Frage? Und zweitens, wie? Und damit sind wir in einem großen Themenbereich, der sich zum Beispiel sehr schön manifestiert hat an dieser berühmten Portikon-Sammlung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen. Die WestLB, also die Landesbank von Nordrhein-Westfalen, ist verkauft worden aufgrund wirtschaftlicher Schieflage. Und merkwürdigerweise eben in dem Teil, und das war vor allen Dingen Münsterer Teil, der sehr wertvoll war, mit gesamtem Bestand und merkwürdigerweise mit den Teilen, die jetzt nicht so furchtbar wertbar war, nicht mit Beständen, sodass plötzlich die Bank zwar weg war, aber die Kunst noch da war. Und die Landesregierung in Persona des nordrhein-westfälischen Finanzministers sagt, super. Das verkaufen wir jetzt, so wie wir das mit den Bohrholz-Bildern aus der Spielbank in Aachen gemacht haben und kriegen da mehrere Millionen für unseren Staatshaushalt. Und damit das Volk schon ruhig bleibt, sagen wir, das fließt ja wieder in die Kultur zurück. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Beweis gesehen, dass die Millionen aus den Bohrholz-Verkäufen tatsächlich in irgendeiner Weise kulturell weiter genutzt werden konnten. Das Geld ist weg oder da, wie man das sieht, aber es spricht keiner darüber, wo es geblieben ist, was da jetzt nicht gemacht wird. Das heißt, es gibt heute mehr und mehr Begehrlichkeiten von Politikern aller Couleur und auch aller Größe, also sprich von dem kleinen Kommunalpolitiker bis zum großen Bundespolitiker, zumindest Begehrlichkeiten, mit denen sich mal zu diskutieren ist, ob wir nicht auch mal wieder verkaufen dürfen. Und das ist, ich habe das jetzt gerade wieder in Köln gesehen, vor allen Dingen angesichts solcher Bilder von Gerhard Richter, wo wir heute wissen, wir erzielen auf dem internationalen Markt nicht irgendwie 200.000 oder 500.000 Euro, sondern mehrere Millionen, mittlerweile bis in zweistelligen Millionenbereich für ein einziges Bildbild. Und das Bogen zurück zum Anfang, Verhältnis von Ware und Wert. Da merken wir, es ist nicht der Wert, der das Geld bezahlt. Es ist immer das, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und zwar, ich würde nach wie vor behaupten, aus Leidenschaft. Nicht, weil da quasi der Stoff, die Farbe oder der künstlerische Genius so wahnsinnig war, dass man da jetzt wirklich objektiv 10 oder 20 Millionen für bezahlen muss, sondern weil jemand sagt, ich habe für dieses Bild eine Leidenschaft entwickelt, dass ich bereit bin, aus meinem persönlichen Kapital so viel zu geben, dass anderen Leuten das ganz schwindelig wird, aber ich will das jetzt haben. Das ist, finde ich, auch auf dem turbokapitalistischen Experimentierfeld dieses Auktionsmarktes immer noch eine, zumindest wenn man es noch positiv sagen, ein Rest von Authentizität, den ich zumindest glaube oder annehmen möchte, wo die Kunst immer noch wirkt, weil sie immer noch eigentlich so eine Rolle spielt, denn wenn Sie mit einem Gerhard Richter mit dieser obersten Kante sind, dann haben Sie auch nicht mehr diese Spekulationserwartung, dass das in 5 Jahren doppelt so viel wert ist, weil dann wird es so absurd, das klappt auch nicht mehr. Das geht jetzt mit frühen Richterbildern vielleicht noch, wo man ganz früh gekauft hat und man sagen kann, wenn ich hier auf den Markt schmeiße, dann habe ich einen Gewinnsteigerung von, weiß ich nicht, 500% oder so. Sprich, es ist eben so, dass wir mit dem Kaufen und Verkaufen von Kunst, gerade wenn wir das aus öffentlichem Besitz heraus diskutieren, auf einem sehr interessanten, aber auch sehr gefährlichen Terrain sind. Und das möchte ich Ihnen noch ein bisschen erläutern, warum ich das für sehr gefährlich halte. Auf der einen Seite haben wir die Kaufbewegung. Das heißt, wir haben, wie auch hier in diesem Falle, zum Beispiel eine Situation, wo man einen Künstler, eine Künstlerin ausgewählt hat, als zeigenswürdig, zum Beispiel auch als preiswürdig und am Ende dann vielleicht auch, aber auch als ankaufswürdig. Und man nimmt in die Sammlung etwas auf und sagt, das habe ich aus den und den Gründen jetzt für hier bleibend oder wichtig bei uns zu bleiben, befunden.
Und wie schon eben beschrieben, gibt es dann eher diesen Prozess, dass man immer wieder das auch neu kontextualisiert, dass man sich immer wieder mit auseinandersetzt und plötzlich hat so ein Bild oder so eine Skulptur oder eine Installation, ein Video, was auch immer man dann nehmen möchte, eine Geschichte von 25 oder 30 Jahren in einer Sammlung hinter sich, ist, wenn wir Glück gehabt haben, sogar tatsächlich so anerkannt worden, dass es auch pekuniär nach oben gegangen ist. Das heißt, wenn man jetzt mal beim Auktionshaus nachfragt, und wie ist denn gerade so mit Frau so und so und Herr so und so, wie stehen die denn so? Und man kriegt dann den letzten Auktionsergebnisse genannt, dann staunt man plötzlich ganz begeistert, das ist heißt, wunderbar, da haben wir noch richtig investiert. Und dann kommt der Kämmerer der Stadt und sagt, ja, aber ich wollte ja mal sagen, wir haben da gerade ganz große Schwierigkeiten in unseren städtischen Säckel und wir haben die Auflage, dass wir eigentlich kurz an der Haushaltssicherung vorbeischauen und wir müssen jetzt irgendwie mal schauen, dass wir nicht nur die Ausgaben reduzieren, sondern auch die Einnahmen können. Und da gibt es doch noch diesen wunderbaren Bestand an Bildern in der städtischen Sammlung. Und könnte man nicht wenigstens eines, das muss ja auch gar nicht dann gleich in die nächste Straßenoberfläche gehen, sondern dafür können wir dann die Kunsthalle, den Kunstverein ein bisschen weiter unterstützen, was wir sonst wahrscheinlich anstellen müssen. Das sind ja wunderschöne Argumentationslinie, wo man sogar als Kulturmensch sagen muss, hat so ein bisschen Überzeugungskraft schon. Sowohl vor allen Dingen auch dann für die Öffentlichkeit der Zeitungsleser, die jetzt nicht unbedingt die Besucher in jeweiligen Institutionen sind. Was dagegen spricht, sind ganz viele Gründe. Das eine ist ein ganz klassischer kultureller Entwicklungsgrund. Wenn wir 30 Jahre uns mit Kunst beschäftigt haben und egal, ob wir nach diesen 30 Jahren sagen, das ist jetzt plötzlich ein Spitzenwerk geworden oder es ist mehr oder weniger in der Vergessenheit geraten, heißt das noch lange nicht, und wir schauen beim Expressionismus jetzt auf 100 Jahre zurück, dass innerhalb eines Jahrhunderts dieser Status gleich bleibt. Sprich, wir haben heute unter anderem auch einige Blockbuster-Ausstellungen, die unter dem Motto laufen, 250 Jahre vergessen, aber diese Künstlerin sollte man nicht mehr wieder anschauen. Wie sollen wir das tun, wenn wir immer wieder in so kurzen Abständen rekapitulieren und sagen, wir machen diese Engführung immer weiter und sortieren immer mehr das aus, was wir nicht so wichtig finden und bleiben quasi bei den heute aktuellen Spitzenwerten. Ganz abgesehen davon, dass Ihnen keiner beantworten kann, wer denn das dann, was aussortiert werden soll, kauft, weil Sie haben ja auch letztlich keinen großartigen Markt, wenn Sie dann für ein Bild, das Sie für 5.000 Euro gekauft haben, 7.000 Euro auf dem Markt bekommen, welchem Stadtsektor ist damit geholfen? Das ist ein Witz. Sprich, es ist wichtig, dass wir den Werken nicht nur 10 Jahre, 50 Jahre, sondern tatsächlich die Dauer unserer kulturellen Entwicklung zugestehen, um immer wieder auch ihren Status innerhalb der Gesellschaft neu zu befragen. Und das Zweite, was dabei ist, ist tatsächlich, dass auch dann, wenn wir erfolgreiche Werke, sprich Werke, wo wir das Gefühl haben, die sind so durch die Decke gegangen, dass unser armer Kunstverein zum Beispiel gar nicht mehr in der Lage ist, die Versicherungssummen dann zu bezahlen, weil wir das Glück hatten, 1979 von Gerd Richter so ein kleines Bild zu kaufen. Das können wir heute nicht nur für 10 Millionen Euro verkaufen, sondern das müssen wir heute auch für 10 Millionen Euro versichern und das ist fast gar nicht mehr leistbar. Dass wir also dieses Bild dann entsprechend doch wenigstens ausnahmsweise verkaufen dürfen. Das hat in vielen Museen, jetzt gehe ich mal wieder weg von diesem kleineren Zusammenhang hin zu solchen größeren Sammlungen, wie auch dann eben so einer Sammlung der ehemaligen Westelbe in Nordrhein-Westfalen, der heutigen Portikon-Sammlung, hat einen betrügerischen Aspekt in Bezug auf die Künstler und auch die damit verbundenen Kuratoren. Wir als leitende Personen innerhalb verschiedener Institutionen nutzen all unsere Möglichkeiten, mit Künstlern darüber zu sprechen, ob um für den Status eines Museumswerkes entsprechende Reduktionen zu bekommen. Wir nutzen unsere langen Netzwerke, an Künstler ranzukommen, die sagen, mit denen spreche ich eigentlich normalerweise gar nicht, weil ich bin mittlerweile in ganz anderen Regionen unterwegs, aber da ruft dann plötzlich jemand aus dem und dem Kunstverein an, den kenne ich schon so lange, und da können wir vielleicht doch mal überlegen, ob längst reservierte Werke aus einer Serie bei einer Galerie, die weiß, dass sie das alles schon verkaufen kann, doch nochmal an irgendeine Stelle kommt, wo man das normalerweise gar nicht strategisch platzieren würde. Und dann geschieht das zu einem Preis, wo man sagen kann, wir als kleine Galerie, als kleines Museum, als kleine Kunsthalle oder so, oder auch als großes Haus, was auch mittlerweile oft abgehängt wird vom Internationalen Kunstwerk, können uns dieses Budget dann tatsächlich auch leisten, dieses Werk in die Sammlung zu bekommen. Das tut der Künstler und auch teilweise dessen Galerie
immer unter der Voraussetzung, dass damit eben auch der Einzug in dieses kollektive Gedächtnis, was an Museen gebildet wird, verbunden ist. Und wenn wir gesprochene oder manchmal sogar auch ausgesprochene Generationenvertrag um 20, 30 Jahre noch gültig ist, dann verspielen wir auch sämtliches Vertrauenskapital, das wir haben, um überhaupt diese Art von Sammlungen aufzubauen. Das heißt, wenn man so radikale Positionen einnimmt, die ich sehr befürworten würde, zu sagen, das, was einmal in einer öffentlichen Sammlung genommen ist, ist auf ewig aus dem Marktgeschehen herausgenommen, ist quasi totgelegt in Bezug auf Wirtschaftswertigkeit, das hat etwas damit zu tun, dass wir letztendlich, wenn man es etwas größer denkt, tatsächlich das Fundament unserer Arbeit und unserer Institution überhaupt erst konstituiert. Danach oder jenseits dieser Schranke bricht eigentlich alles in sich zusammen. Und deswegen ist auch nur in so einem Zusammenhang wie bei den Warhol-Werken aus der Spielbank in Aachen das noch diskutabel, wenn ein Unternehmen, was dann zwar auch quasi ein Landesunternehmen war, aber immer noch ein hochkommerzielles Unternehmen wie eine Spielbank, wenn die was verkaufen wollen, würde ich auch sagen, okay, da können wir nochmal diskutieren. Aber ein No-Go ist in jeder Hinsicht, wenn das Mater Herford, die Kunsthalle Lingen oder das Städel in Frankfurt jetzt plötzlich anfangen würde zu gucken, was können wir denn verkaufen. Unabhängig davon, dass berechtigtermaßen wir durchaus vor dem Problem stehen, dass wir es gar nicht mehr lagern können und dass wir nicht wissen, wohin damit. Sprich, entsammeln ist eigentlich eine interessante Diskussion, aber nicht vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Knotenleiter, wirtschaftlicher Notlagen, sondern nur vor dem Hintergrund dessen, wie könnten wir das Ganze denn noch ein bisschen machbarer tun. Und ich fände es zum Beispiel eine durchaus auch produktive Idee, mal zu überlegen, ob Entsammeln sich auch bedeuten könnte, dass es zwar aus meiner Sammlung verschwindet, dass ich es aber zum Beispiel zu bestimmten Bedingungen bestimmten Bürgern zur Verfügung stelle. Und sage, entweder es hängt bei dir im Büro als Dauerleihgabe oder es wird als Geschenk mit bestimmten Auflagen, das heißt, es wird der Gesellschaft wieder zurückgegeben in einer Form, dass man das aber bewahrt und dass man auch diesen Vertrag des Nicht-Weiter-Handelns fortsetzt. Aber dass es vielleicht nicht unbedingt Bestandteil einer Sammlung in einem Museum ist oder in einer städtischen Galerie ist, die tatsächlich und auch nachvollziehbarerweise irgendwann in ihre Kapazitätsgrenze kommt. Und wenn wir hoffentlich noch weitere 50 Jahre ohne kriegerische Auseinandersetzungen und Verluste hier leben können, dann werden wir dieses Problem einfach weiterhin haben. Ich merke gerade so ein bisschen, ich rede am laufenden Meter, ich habe auch schon das nächste Stichwort wieder im Kopf. Sie haben wahrscheinlich momentan keine große Chance, mich zu unterbrechen und eine Frage zu stellen. Dann nehme ich jetzt mal einen Schluck Wasser und Sie könnten sich überlegen, ob Sie lieber nochmal das Ganze in eine etwas andere Richtung bringen wollen. Weil sonst würde ich nochmal zu einem weiteren Aspekt kommen, der zurückführt zu dieser Merkwürdigkeit von zeitgenössischer Kunst. Wir können heute nach wie vor, muss man sagen, mit Installationen und mit Präsentationen von Kunst über die Banalität des Gegenstandes immer noch sehr viel Empörung hervorrufen. Sprich, man nimmt ein Glas Wasser, dieses hier, stellt das auf den Sockel und sagt jetzt, wir wollen das mal als Kunstwerk diskutieren. Das ist immer noch der Garant dafür, dass der Großteil des Publikums Kopfschütteln raus und sagt, das ist schon wieder die gleiche Nummer, die ich schon so oft gehört habe. Man wird immer verarscht in solchen zeitgenössischen Ausstellungen. Wenn wir uns das Ganze historisch anschauen, dann ist das ein altes Phänomen, das bis war von Duchamp viel zitiert und ich will jetzt auch nicht weiter hier interpretiert, ist auch mittlerweile 100 Jahre alt, hat also auch schon als Tat und damit auch als Provokation eine so alte Geschichte, dass wir eigentlich in solchen Ausstellungen heute stehen müssen und sagen, ach komm, kennen wir doch. Lass uns drüber reden, was jetzt das Glas Wasser soll, aber aufregen kann ich das nicht mehr. Geht aber nicht. Liegt auch letztlich daran, weil es eben immer noch darüber funktioniert, dass die Differenz zwischen dem Kunststatus und dem Alltag so gering ist. Also bei diesem Bild sehe ich auch als Laie, es gibt eine Leinwand, es gibt eine Bordierung, es gibt Ölfarbe und es gibt auch durchaus eine gewisse Meisterschaft in der Fassung der Außenkonturen eines darzustellenden Objektes. Was hierbei insofern zwar zutrifft, dass es auch Außenkonturen und eine Darstellbarkeit hat, aber eben sich selber ist, also nicht mehr übersetzt wird aus der Vorlage in etwas Neues, sondern tatsächlich materiell genau das ist, was ich nebenan auch im Supermarkt kaufen kann und sich nicht substanziell verändert hat. Trotzdem ist es nicht nur eine historische Entwicklung, dass wir dieses in Ausstellungen
im Kunstkontext betrachten und diskutieren, sondern es ist tatsächlich auch so, dass es an sich etwas ist, was aus der, aus der Präsentation heraus als solches gesehen werden muss. Und es gibt diese wunderschöne Diskussion, die ich ganz oft mit unserem Besucher habe, warum ist das denn jetzt Kunst? Und es gibt da eine ganz einfache Antwort drauf, und zwar nämlich nur die, weil sie es gerade hier sehen. Der Kunststatus eines Objektes, sei es ein Gemälde oder eins das, was wir auch immer nehmen, ist nicht eine Aufgabe, die der Betrachter lösen muss. Das ist auch eine grandiose Freiheit. Also meine Aufgabe beim Betreten einer Ausstellung ist es nicht zu urteilen, ist das Kunst oder ist das Kunst, sondern meine Aufgabe ist es, dass Kunst mich interessiert. Oder ist das gute Kunst? Oder ist das Kunst, die mich auf irgendetwas bringt, wo ich was mit verbinde, was dann mindestens mal anders war? Oder ist das Kunst, die mich so aufregt, dass ich jetzt nach Hause gehe und sage, das reicht nicht. Sprich, den Status der Kunst erstmal als solchen gegeben annehmen. Und das heißt auch wieder, da sind wir gerade wieder bei dem Sammlungsaspekt, die Arbeit derjenigen, die an Institutionen beschäftigt sind, ernst zu nehmen. Wir sind kein Scharlatan. Wir sind mit Sicherheit manchmal auch Irrtümer unterwegs. Wir können auch grandios daneben liegen bei der Bewertung von Kunstwerken und feststellen, das, was ich vor 5 Jahren mal so begeistert gezeigt habe, ist wirklich damals wirklich nicht gut gewesen. Würde ich auch heute immer noch mal zustehen zu bestimmten Dingen. Aber in dem Moment, wo es ausgestellt wird, und zwar sowohl vom Künstler als auch von dem Ausstellungsmacher, ist es bierernst. Es geht um etwas. Es geht dem Künstler und der Künstlerin um etwas und es geht dem Ausstellungsmacher und der Ausstellungsmacherin um etwas. Und dieses Minimum an Respekt ist erstens notwendig und zweitens auch gar keine so große Überwindung. Denn der Weg sowohl zum Künstlertum als auch zur verantwortlichen Person für Ausstellungen ist so steinig, mit so wenig Geld ausgestattet und letztlich auch so kurvenreich, dass das niemand machen würde, um sie quasi in das Licht zu führen. Der Spaß ist nicht groß genug. Also wenn ich jetzt sagen könnte, ich mache hier 30 Jahre lang Versicherungsmakler, bin total reich und dann leiste ich mir noch mal 5 Jahre, wo ich so richtig hier in der Kunsthalle auf die Kacke haue und ihnen so mal zeigen, wie blöd sie eigentlich sind oder so. Wenn das so funktionieren würde, dann könnten Sie annehmen, dass man immer wieder auch aufpassen muss. Aber das, was Sie mit dem Studium der Kunst oder auch der Kunstgeschichte, der Kunstvermittlung, des Ausstellungsmachens hinter sich haben, ist steinig. Und zwar sowohl vom geistigen Auseinandersetzung als auch von den materiellen Rahmenbedingungen. Denn das, was wir auf den Feuilletonseiten über Versteigerungsergebnisse von einzelnen Werken lesen, ist nicht mal 1% der Künstlerschaft, sondern es ist ein winzig, winzig kleiner Bruchteil, wo man wirklich sagen kann, die sind sehr wohlhabend und da ist vielleicht auch manchmal ein bisschen viel banale Serienproduktion dabei. Aber dafür gibt es ja uns, dafür gibt es die Maike Behm, dafür gibt es den Thomas Niemeyer, dafür gibt es mich. Die würden bei mir im Hause keinen Jeff Koons sehen. Ich halte das für Industrieware, die auch nichts uns mehr zu sagen hat, obwohl es einer der teuersten Künstler überhaupt ist. Das heißt, es ist ja nicht so, dass zwangsläufig über das Geld die Sachen wirklich in die Museen kommen. Es kommt auf die Messen, es kommt auf die Auktionen. Da dürft ihr durchaus sagen, werde ich hier gerade so richtig für ernst genommen oder nicht. Aber die Museen, die Ausstellungshäuser, die an der Basis arbeiten, haben einen hohen kulturellen Auftrag, ein hohes kulturelles Selbstverständnis und erst recht die Künstlerinnen und Künstler ein hohes künstlerisches ja auch Ehrgefühl, etwas zu tun, wo es um was geht. Und dieses um was gehen kann tatsächlich so klein und gering sein, dass wir erstmal davor schon denken, das ist mir jetzt ein bisschen wenig. Und ich sage Ihnen das ganz offen, auch mir ist manches erstmal ein bisschen wenig. Und ich denke, oh nee, also kann mir jetzt mal was jemand dazu sagen. Und dann geht man auch erstmal wieder weg. Bei manchen Dingen kommt man auch nie wieder. Aber bei manchen Dingen stößt man dann im neuen Zusammenhang wieder auf was Ähnliches und plötzlich entdeckt man, da steckt was drin. Da ist eine Poesie oder eine Idee oder eine Kontinuität, eine Beharrlichkeit dabei, wo wir das Gefühl haben, da begegnet man plötzlich eine Energie oder ein Arbeiten an einer Fragestellung, die tatsächlich interessant ist und wo man zumindest mal die Aufmerksamkeit investieren sollte, dem zu folgen. Und das ist nicht der Schluss, daraus zu ziehen, man sollte erstmal alles toll finden, was man sieht, weil man hat immer die Berechtigung auch zu sagen, aber nicht mit mir.
Das ist auch kein Affront, das sagt auch nicht, dass man Kunstbanause ist oder so, das ist nur ein Urteilsvermögen, was eigentlich eher sogar hochgestellt ist, nämlich zu sagen, ich vertraue auf die Fragen und Zweifel, die ich in mir habe, ich nehme die so ernst, dass ich sage, Frau Behm, Sie haben eine tolle Ausstellung heute, ich gucke die nächste wieder, diese brauche ich jetzt nicht. Das gibt es auch in ganz hoch etablierten Zusammenhängen, das gibt es mit Künstlern, wo man das Gefühl hat, da gibt es überhaupt gar nichts mehr abzudiskutieren. Es gibt Kunsthistoriker, die sagen, Gauguin gucke ich mir nicht an, das ist so ein schlechter Maler, den brauche ich nicht. Und draußen stehen die Schlangen zweimal ums Gebäude drumherum, die auch schon sehen wollen. Das hat keinen direkten Zusammenhang, sondern es ist individuelles Urteilsvermögen. Und das ist im Grunde auch genau das, weshalb wir Kunst und Kultur so aufregend finden, weil es eben nie so dieses Gesetzte gibt, das ist jetzt genau so, wie es sein soll, sondern es ist immer ein Prozess, es ist immer eine Entwicklung und vielleicht vergessen wir den Superstar von heute in 50 Jahren und in 250 Jahren denken wir plötzlich, wenn wir da drauf gucken, dann entdecken wir an diesem Jahrhundert etwas, was wir da vorher noch nicht gesehen haben und was uns etwas erzählt, auch über unsere eigenen Entwicklungsgeschichten und unsere eigenen Wurzeln. Und insofern ist eigentlich, und das wäre das Resümee auch meiner Haltung und meines Vortrags heute, so, dass zeitgenössische Kunst eigentlich gar nicht so seltsam ist, sondern eigentlich was extrem Aufregendes ist. Weil es gibt so wenig Punkte in unserer Gesellschaft, die so schwach definiert sind, dass man sagen kann, da ist noch alle Freiheit drin. Da ist alles, was ich mitbringen kann, so wichtig, weil ich Teil eines Entwicklungsprozesses, eines Kulturbildungsprozesses bin, dass da nicht jemand kommen kann und sagen, ja, Blödmann, das ist doch alles ganz anders. Oder so. Es gibt Kunsthistoriker, die haben diese Geste völlig ohne Frage, aber die muss man ja auch nicht irgendwie lesen oder denen auf ewig zuhören oder so. Aber als Prozess, als kulturelles Gut ist zeitgenössische Kunst eben etwas, was immer im Augenblick stattfindet und diesen Augenblick bestimmen wir selber und wir als Ausschussteilnehmer oder Besucher sind eben auch beteiligt an diesem Bildungsprozess, der sich über viele Jahre, Jahrzehnte und letztendlich auch Jahrhunderte dahin zieht und auch nicht auf ein Ziel zusteuert, sondern immer wieder Haken schlägt, zurückgeht und dann auch wieder ganz neue Perspektiven eröffnet. Insofern zu dieser Frage, die auch in dem Ankündigungstext abschließend gestellt wurde, macht es überhaupt Sinn, mit Steuergeldern heute noch Kunst zu kaufen? Würde ich das natürlich, das hätten Sie wahrscheinlich nicht anders erwartet, mit einem sehr eindeutigen Ja antworten, allerdings mit dem Nachsatz, es macht heute noch viel mehr Sinn als jemals zuvor. Kultur und gerade auch zeitgenössische Kunst, das kann man aber auch ausweiten auf zeitgenössische Musik oder experimentelle Literatur, ist in diesen Jahren vielleicht noch nie so stark bedroht gewesen wie zur Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Gesellschaft so dumm geworden ist oder dass unsere Politiker so ignorant geworden sind, sondern es hat vielleicht auch was damit zu tun, was wir als Kulturschaffende selber mit verursacht haben. Wir haben heute eine unglaublich breite Präsenz von künstlerischer Leistung innerhalb der Gesellschaft. Es gab noch nie so viele Museumsbesucher, auch Besucher von zeitgenössischer Kunst, wie das in der Gegenwart ist. Wenn man in die 70er Jahre zurückgeht und Sie haben einen Künstler stehen, der da quasi Avantgarde war, der erzählt Ihnen noch, dass Sie Ihre Eröffnung immer mit 20 Leuten gemacht haben. Man kannte sich irgendwie auch in den Großstädten. Ausstellung, von denen wir heute sagen, das war die legendäre Ausstellung, so und so, hat mit einem minimalen Publikum, mit Künstlern, die sich alle untereinander kennen, wo man dachte, das Wichtigste ist eigentlich danach, dass wir gemeinsam Bier und Wein trinken, aber nicht, dass das jetzt hier groß noch eine heilige Ausstellung wird. Das heißt, die Breite, die das Ganze mittlerweile gesellschaftlich eingenommen hat, ist sehr groß. Das heißt auch, die Aufforderung, die berechtigte Aufforderung an die Bevölkerung mitzudiskutieren, ist sehr viel breiter aufgestellt. Und natürlich sind auch viel mehr Stimmen mittlerweile, die sagen, was für Blödsinn. Das ist einfach statistisch ganz normal. Und damit aber auch geht einher die Notwendigkeit, dass diejenigen, die zumindest diesen Prozess der Veränderung von zeitgenössischer Kunst und historischer Kunst begleiten, dass deren Stimme wichtiger und gefragter ist, vor dem Hintergrund von einer immer noch gleichen Anzahl von Politikern, die dann die Entscheidungen treffen müssen. Denn die sind nicht mehr gefordert, sondern die sind immer noch genauso wenige, hören aber mittlerweile auch viel mehr Stimmen. Also wir haben früher mit unseren Kunsteinrichtungen, und da kann ich mich jetzt schon völlig problemlos einbeziehen, so ein bisschen unter dem Aufmerksamkeitsradar auch öffentliche Haushalte gesegelt. Also als ich noch in Nordrhein war, kaum jemand gefragt, wie viele Besucher wir haben. Das ist heute in Herford ein permanentes Thema. Und zwar auf einem Niveau, dass man denkt, das ist auch so jenseits eigentlich der
soll ich sagen, so der Verhältnismäßigkeit. Also irgendjemand hat mal in der Gründungsphase unseres Museums gesagt, ja, wenn das mal alles toll ist oder so, dann kommen da im Jahr 120.000 Besucher. Das ist vollkommen absurd. Es gibt große Museen, ich habe es jetzt gerade wieder gehört, die Kunsthalle in Kiel, ein großes, renommiertes Haus, hat in Spitzenzeiten pro Jahr 45.000 Besucher. Da sind wir mit unseren 60.000 im Durchschnitt natürlich großartig. Aber auch wenn wir nur 30 und 20 hätten, wäre die Besucherzahl nicht das Instrument, mit der wir gemessen werden können. Aber es ist natürlich immer so wunderbar, wie das Geld auch ein Element, an dem man sich festhalten kann, weil da kennt man sich aus, zählen kann jeder. Und zu sagen, dass 20.000 weniger ist als 30.000, kann auch jeder beurteilen. Also das sind so Kriterien, die sind natürlich sehr süffig und sehr gängig und damit auch sehr einfach zu handhaben. Aber es ist eben trotzdem so, dass wir heute mit diesen Institutionen und auch mit diesen Künstlern stärker als vielleicht vor vielen Jahren kämpfen müssen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz nicht nur für die Existenz dieser Art von Kunst, sondern auch für die Finanzierung dieser Art von Kunst eine große Rolle spielt. Und dabei ist es wichtig, deswegen auch mein Vortrag hier heute Abend, ich finde das eine meiner wichtigsten Themen, mit denen ich gerne tingeln gehe, das immer wieder auch deutlich zu machen, dass wir diesen Konsens befeuern müssen und dass der weitergetragen wird und dass das überhaupt nicht ansatzweise in Zweifel kommt, ob jetzt in Lingen weiterhin noch Bilder gekauft werden müssen, weil man ja sowieso zu klein ist und kennt ja die Museen dort und dort, die haben ja sowieso alles viel größer und vielfacher und so weiter, sondern es muss auf dieser Ebene immer weiterentwickelt werden, um diesen letztendlich für alle notwendigen kulturellen Entwicklungsprozess weiter in Gang zu bringen. Jetzt könnten wir eine Pause machen, dann kommt der zweite Teil des Vortrags, der darum geht, was wir denn mit Kultur machen können, warum Kultur eigentlich wichtiger ist als Essen und Trinken, aber das lassen wir für heute. Ich würde sagen, der Frontalteil dieses Vortrags ist jetzt abgeschlossen. Sie können aber gerne noch in einen dialogischen Teil wechseln, würde mir auch viel Freude machen und noch ein bisschen über das reden, was Sie vielleicht noch mitgebracht haben an Fragen oder auch an Statements und Anregungen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall bis hierhin schon mal sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank erstmal. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Anmerkungen, kritische Stimmen? Ihre Bemerkung sehr gereizt, oder fand ich ganz toll, dass Sie gesagt haben, also die interessantesten Leute finden Sie die, die sagen, ich habe keine Ahnung. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern? Also, ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin seit Anfang des Jahres Mitglied der Ankaufskommission für die Sammlung der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Sammlung entsteht so, dass quasi unter Willy Brandt der Staat beschlossen hat, wir bauen auch, zwar nicht mit wahnsinnigen Mitteln, aber doch irgendwie mit einem guten Etat, eine eigene Sammlung auf, um quasi aus einer Staatsgeste heraus eine Art kulturelles Gedächtnis, aber mehr als Förderung aufzubauen. Und um das Ganze gut zu machen, wird alle 5 Jahre eine Kommission zusammengestellt. Da sind wir 6 Museumsmenschen, meistens Museumsdirektoren, die dann zusammenkommen und sich darüber unterhalten, welche Dinge, welche Künstler, welche Kunstwerke man kaufen sollte. Ich komme da gerade her, das war gestern mal die erste konstituierende Sitzung. Und man ist schon, wenn das neu beginnt nochmal wieder, erstmal ziemlich geflasht, was da passiert. Und dann denke ich wieder, ich bin so glücklich, dass ich heute mit Ihnen zusammen bin. Weil wenn Sie das geballte Expertenwissen haben, dann haben Sie auch die geballte Rhetorik des Kunstsprechs beisammen. Und wo ich mittlerweile doch sehr allergisch bin, ist, wenn man eigentlich zu etwas noch nicht so richtig was sagen kann, weil man doch auch nach wie vor relativ verwirrt ist und das Ganze aber dadurch verbrämt, dass es eben in sehr eloquenter Weise mit Formeln und Floskeln umwoben wird, die am Ende dann doch nicht viel gesagt haben. Und da packe ich mir sehr auch an die eigene Nase, wir tendieren da sehr zu, weil sich quasi in der Gruppe von 6 Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren hinzustellen und sagen, finde ich irgendwie interessant, aber ich könnte eigentlich nichts zu sagen, da fällt mir eigentlich noch nichts zu ein, das braucht noch ein bisschen, das muss man mir erstmal sagen, aber ich würde trotzdem sagen, lasst uns das mal kaufen, weil irgendwie hat das was. Würde niemand von uns sich trauen, in so einer Gruppe, die sich noch nicht gut kennt, vielleicht jetzt in 3 Jahren, wenn wir dann ein paar Mal sowas gemacht haben, eher,
würde das tun, sondern man fängt an, ja, also der Duktus des Bildes hat ja schon was sehr Elaboriertes, und wenn ich mir jetzt so die Farbgebung anlege, so zwischen Pastos und so, das ist ja schon, wenn man das, da steckt ja ganz viel Duchamp schon drin und so. Also das ist ja so die Art, wie wir das können. Das ist auch letztendlich ein bisschen erlernt und erarbeitet, aber es ist eben dann doch genauso viel, als wenn Sie sagen würden, sagen wir gar nichts. Ja, dann könnte ihn ja auch als Inkompetenz ausgerichtet werden. Wenn Sie jetzt aber ich bin an der Stelle auch inkompetent. Also sagen wir so, die Situation ist doch im Grunde die gleiche wie bei Ihnen. Ich gehe über eine Messe und stehe, bleiben wir jetzt mal bei der Malerei, vor einem Gemälde. Dieses Gemälde hat mich auf irgendwelchen Gründen dazu veranlasst, stehen zu bleiben. Diese Gründe könnten Farbe sein, können Form sein, können irgendeine Art von Konflikt, den man da so sieht, oder einen Farbkontrast, der einem irgendwie wehtut oder ganz besonders harmonisch vorkommt. Irgendein Grund hat mich dazu geführt, dort stehen zu bleiben. Ich weiß den Künstlernamen darüber, dass ich aufs Etikett gucke, gerade bei junger Kunst, sagt mir der Künstler trotzdem nichts. Ich weiß nicht, was hat der oder die mir vorher gemacht, was hat die vor als nächstes zu tun, ist es Teil einer Serie oder ist das so ein Wurf, der mal einfach gelungen ist, womit beschäftigt die oder derjenige sich eigentlich. Das heißt, ich stehe genauso doof davor, wie das auch jemand tut in einer Ausstellung, die ich zusammengestellt habe, wo ich Experte bin, und der sagt, ich komme da jetzt mal rein und guck mir das mal an, was der mir dann zeigt. Und insofern ist es eigentlich so, dass der Bildungsprozess auf der kunsthistorischen Ebene ja nur dafür hilft, dass ich jetzt quasi schon so einen Grundraster habe, zu sagen, ja, okay, also wenn das jetzt so ernst gemeint ist, wie ich das sehe, dann ist das doch schon ziemlich nah so am ursprünglichen Expressionismus und dann noch ein bisschen 80er Jahre Neue Wilde. Da sehe ich jetzt nicht so richtig die Innovation, weil das hatten wir schon so in der Form. Aber vom Prinzip her bleibt es trotzdem auf dem Niveau, dass ich eigentlich erstmal die Künstler ein bisschen genauer kennenlernen müsste, mal gucken müsste, was macht die sonst noch so, das Ganze so langsam zusammen. Sprich, kurz nochmal geantwortet, ich finde Führungen auch von meiner Seite aus unglaublich interessant zu sagen, ich mache mit Ihnen eine Führung, ich habe das auch praktisch schon gemacht bei uns im Museum. Ich gebe Ihnen keinerlei vorgegebenes Wissen, was ich habe, sondern wir gucken einfach nochmal hin und fangen mal so an, was sehe ich. Und wenn ich das sehe, was schließe ich daraus? Und wenn ich das daraus geschlossen habe, was sagt mir das dann? Und so weiter. Also wir tasten uns mal gemeinsam ran. Und da ist interessanterweise tatsächlich das, was Sie dann als der auch kunsthistorisch nicht gebildete Experte sehen, manchmal viel aufschlussreicher als das, was ich dann vermeintlich sehe, weil ich ja schon kenne, hat der und der und der gemacht und so weiter. Das verstellt auch viel. Und es gibt unglaublich viele Bemerkungen von Besuchern, die dann mir sagen, ich habe keine Ahnung von Kunst oder so, die wahnsinnig hilfreich sind. Und wo man eigentlich, glaube ich, als eine der Grundgesten heute in der Vermittlungsarbeit noch viel mehr praktizieren muss, die Leute wieder darum zu bestärken, dass die Fragen, die sie haben und auch die Zweifel, die sie haben, dass die so wichtig sind, dass man sie aussprechen soll. Ob man sie leise vor sich hinmummelt oder in der Führung sagt, aber sie haben eine Bedeutung, weil sie tatsächlich an das Bild etwas herantragen, was dieses Bild erstens aushalten muss und was es zweitens tatsächlich auch nochmal ganz anders zum Leuchten bringen kann. Vielleicht sollte man nochmal zu der Einkaufskommission sagen, dass sie wirklich auf die Messen fahren, das ist die Art Gelungen, das ist die Art Basel. Denn wirklich nicht Expressionismus kauft oder Impressionismus, sondern junge Kunst, genau. Zeitgenössische Kunst wird über diese Einkaufskommission beschlossen. Ich weiß, dass von jemals Chivio, meinem ehemaligen Chef, der auch lange drin war. So funktioniert das. Genau. Und es ist insofern auch wieder nochmal eine Nummer schwieriger, weil wir dort auf diesen Messen auf einem Parkett sind, auf dem der Markt stattfindet. Das heißt, wir sehen da gleichzeitig auch Waren. Und wir als Kunsthistoriker schauen da aber so drauf, als ob es quasi eine Talentshow in einem Museum wäre. Das ist eine Reibungsfläche, die auch ganz schwer ist. Also ich finde das auch nochmal ganz interessant zu gucken, was da jetzt so in den nächsten Jahren passiert, auch mit mir, weil das eigentlich einfach ein Umfeld ist, in dem ich mich zunehmend nicht mehr wohlgefühlt habe. Diese Kunst, die auf Messen hängt, ist zunehmend auch dafür gemacht, dass sie sich gut verkauft. Oder danach ausgesucht, dass man von einem Künstler nur das nimmt, was dann auf den ersten Blick gut wirkt, damit man die Verkaufserfolge tätigen kann, weil Messen irre teuer für die Galerien sind. Es ist aber nicht mehr das Gleiche, als ob ich in ein Atelier gehe und gucke, was passiert dann da gerade. Und dann kommt auch wirklich eine ganz andere Art von künstlerischer Produktion sehe. Insofern, das ist ein ganz doofes Feld eigentlich. Und deswegen ist es dann auch wieder wichtig, auch wenn ich mich gerade ein bisschen lustig gemacht habe, dass wir da zu sechs sind und dann jemand sagt, ja, ich kenne die, die habe ich schon mal getroffen und die macht das und das noch. Und beim Stand so und so gibt es auch noch ein Bild von der. Und dann fängt man plötzlich gemeinsam an, sich das zu erarbeiten. Und dann ist man auch wieder in einem Kontext, wo man sich zutraut, ein Urteil zu treffen, okay, das sollten wir tatsächlich vielleicht ankaufen. Sie
Sie sprachen eben in der Erklärung, haben Sie den Begriff des Bildungsprozesses gebraucht. Sie meinten wahrscheinlich den Bildungsprozess des Zuschauers, des Betrachters. Ich wollte fragen, ob es so etwas auch im Kontext zum Zuschauer vom Künstler gibt. Oder konkret gibt es zum Beispiel zu der Geschichte, die Sie von Munk erzählt haben, Berichte darüber, wie er auf die Publikumsreaktion selbst reagiert hat? Oder gibt es etwas auf die heutige Zeit übertragen, was nahelegt, sich vorzustellen, dass der Künstler mit so einem Echo zustimmt oder ablehnt oder verwirrt umzugehen weiß und das einbezieht in sein Schaffen? Also das können Sie auch eben aus Ihrem Laienverständnis oder Fachexpertenverständnis sehr banal beantworten. Auch diejenigen, die zum Beispiel das Buffet bei einer Eröffnung zusammenstellen, wollen am Ende hören, dass es ein tolles Buffet war. Das heißt, jede Ablehnung, sei es in der Form, dass nicht viele Besucher kommen oder dass jemand sagt, das ist aber kein gutes Bild, ist erst einmal eine Verletzung. Und ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass jeder Künstler und jede Künstlerin, die sich mit ihren Werken in die Öffentlichkeit begeben, erst einmal hoffen, dass auch die Zuschauer sagen, es ist ein gelungenes Werk. Oder andersrum, wenn sie das nicht sagen, sei es so, dass sie sagen, ich kann damit nichts anfangen, ist natürlich auch ein Zurückspielen dessen, ich habe da was nicht erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Also ich wollte mein Publikum ansprechen, mindestens über so ein diffuses ist irgendwie toll. Und die haben das nicht begriffen, was ich wollte. Und dann kommt dann irgendwann dahinter die Persönlichkeit des jeweiligen Künstlers oder der Künstlerin. Und der eine kommt in eine große Schaffenskrise und macht erstmal halt ja gar nichts mehr, weil quasi alles an künstlerischer Energie verloren gegangen ist auf diesem Weg. Jemand anders sagt, das ist mir sowieso völlig egal, das ist blöd, ich mache weiter, aber trotzdem weiß man, das genauso verletzt wie jeder andere auch. Und jemand drittes versucht ins Gespräch zu kommen und sagt, sagen Sie mal, warum können Sie das denn? Und wenn ich Ihnen jetzt erkläre, würde es denn dann bei Ihnen ein bisschen besser landen? Also ich denke, es ist immer, auch wenn man so ganz arrogant sagt, Publikum ist mir egal, immer eine dialogische Situation. Und es gibt ja keinen Künstler, auch wenn der sich zum Beispiel dahinter der Tür verstecken würde und sagt, ich komme nicht raus, der nicht trotzdem auf irgendeine Weise mitbekommt, wie das Publikum reagiert hat. Und das heißt auch, dass er davon dann letztendlich immer wieder beeinflusst wird. Weil ich wollte Ihnen eigentlich mehr was darüber erzählen, wie Kultur sich bildet, also im Sinne von entwickeln. Also gar nicht auf den Bildungsprozess bezogen auf die Persönlichkeit oder so. Das stand für mich gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher so, dass wir eigentlich dabei sind, zu beobachten, wie sich etwas bildet. Da hinten war noch irgendwie, ich glaube, Sie hatten die Frage, genau. Herr Nadine. Ja, ich wollte gerne nochmal ansprechen, dass das ganze Thema sehr stark mit der Forderung zu tun hat, mit der Tatsache zu tun hat, dass die Gesellschaft ja immer ihre Spielregeln von Inklusion und Exklusion auf den verschiedenen Ebenen zelebriert und dass natürlich auch ein Künstler sofort in dieser Auseinandersetzung steht. Vom ersten Schritt an, den er tut. Und auch da immer seine Rückmeldung erhält, im Moment sehr stark, Kunst soll inklusiv in Anführungsstrichen sein. Das kann auch für den Kunstbetrieb natürlich eine schwierige Anforderung werden. Ein Künstler oder Kunst kann ja immer nur mit den Codes, die die Gesellschaft auf Eingliederung oder Ausgliederung, Ausgrenzung hin produziert, Antworten geben. Ja klar. Ja? Ich meine, das kann man ja ganz kurz darüber messen. Der schönste Satz, den Sie in einer Ausstellung lesen können über einen Künstler, der jetzt seit 100 oder 150 Jahren tot ist, ist, er war seiner Zeit voraus. Wenn das Maike Behm beim zeitgenössischen Künstler heute entscheidet, sie ist noch ihrer Zeit voraus, würden Sie sagen, oh Gott, das will ich nicht sehen. Weil das ist nämlich genau dieses Phänomen. Dort können wir nicht einsteigen. Da wird etwas verhandelt, wo wir ratlos oder vielleicht neugierig, aber nicht wirklich erklärend davorstehen. Rückwirkend ist das grandios, da ist das eine große Fähigkeit. Im Moment ist das aber in der Gesellschaft ein hochsensibles Thema und gerade die Elitenbildung
Bildung und gerade auch die Elitenbildung im Kontext von Bildungseinrichtungen, Bildungsangeboten, steht da unter einem Legitimationsdruck, den es früher in dieser Weise so vielleicht nicht gegeben hat. Ja. Aber es hat eben auch wieder wie mit der eben erwähnten Breite zu tun. Also wir haben heute sowohl in der Aufmerksamkeit als auch in der Produktion eine ganz andere Breite, was ja super ist. Aber damit eben auch einen viel höheren Legitimationsdruck. Man konnte in früheren Zeiten einfach mit vielen Dingen einfach so durchflutschen. Kultur, weil meine Eltern zum Beispiel, die immer sagen, ja, Kultur ist wichtig, aber verstehen wir nicht. Und damit war auch klar, ja, von meinen Steuergeldern wird irgendwie wohl auch ein Museum bezahlt und auch Kunst gekauft oder so, muss ich jetzt mich auch nicht groß darüber aufregen, aber mit uns hat das erstmal nichts zu tun. Das ist heute nicht mehr so. Heute guckt man genau hin, was wird mit meinem Steuergeld gemacht. Und ist das etwa das Bild, was davon bezahlt wurde, weil dieses Bild auch präsenter ist in der Öffentlichkeit, über die Medien, über Diskussionen und auch über ein breiteres Publikum. Ich wurde auch am Montag natürlich nach dem Wert dieser ganzen Sammlung gefragt. Ne? Und dann stand ich da erstmal und dachte, oh, was sage ich denn jetzt? Ja, Frau Behn, sagen Sie doch mal. So, muss keine Zahl sein, aber so im wievielstelligen Bereich denn? Dann habe ich was gesagt und dann sagte sie, das hat ja was wert in unserer Sammlung. Das ist ja klasse, das freut mich. Das hätte ich gesagt, das hast du jetzt gesagt, das klasse ist aber egal, wer das war. Deswegen jetzt gar nicht so. Aber thematisieren, aber im Grunde genommen ist es doch auch ganz unterschiedlich. Zum Beispiel schauen wir um die Ecke zu unserem Kim Nikada, den wir vor 4 Jahren den Großen Ring der Kunstpreis verliehen haben. Viele von Ihnen haben Bilder gekauft. Heute interessiert diesen Künstler kein Mensch mehr. Es ist wirklich schade. Er hat sein Atelier sich von Ankauf hier finanziert und so weiter und hat seitdem wirklich kaum ausgestellt. Währenddessen Frau Kneffel, mein Gott, ist die gestiegen. Aber es gibt von der Malweise, Art und Weise, dass Kim die Unterwasserwelt interessiert, dass Frau Kneffel die Tierwelt interessiert, Tierporträts sehr groß. Das ist beides gleichwertig. Der blöde Kunstmarkt und das Betriebssystem mischt mit bei dem, bei dieser, wie du sagst, es ist die Elite, aber jeder ist herzlich willkommen und darf mitmachen. Und dein Tipp mit unserem Freundeskreis das mal zu machen, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm und beschreiben erstmal. Das können wir auch gerne machen. Das wird bestimmt spannend. Das ist toll. Also ich glaube auch. Wunderbar, ja. Besprechen. Ja. Ja. Genau. Das heißt jetzt, dass wir uns immer auf die Zunge beißen müssen und wirklich nichts sagen dürfen von so quasi, ich sage da mal sogar etwas für Herrschaftswissen dazu, also quasi der Kunst ist tot, da wird ja dadurch legitimiert und sagt, ja, ich sage Ihnen, jetzt machbar. Der hat nämlich schon letztes Jahr das und das gemacht. Also wenn man das wirklich weglässt, was nicht ganz einfach ist, dann ist es super Gesprächssituation. Ich finde, das mit dem Geld im Kulturkontext, das ist, ich finde, da lässt sich ganz, ganz gut eigentlich dran erklären, dass es verschiedene Arten Geld gibt. Ja? Dass zum Beispiel, also zunächst mal, dass natürlich die Steuergelder, die abgeführt sind, einem nicht mehr gehören. aber auch, ich finde es immer ganz interessant, den Leuten zu erklären, dass eigentlich oder die eine der wesentlichen und auch interessantesten Arten Geld, die es im Kulturkontext gibt, ist das Geld, was man nicht kriegt. Ja? Also, weil einen das wirklich oft aus der Reserve lockt, auch kreativ macht und so. Ist gar nicht so schlecht. Ne? Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen bitter. Aber es ist jedenfalls, ich finde, es ist immer ein wahnsinnig wichtiger Posten, Geld, was man nicht was man nicht hat, sondern was man nicht kriegt. Und das hat ja eine große Wichtigkeit in der Kultur. Und letztendlich ja auch, das, was ein Bild wert ist, ist ja auch, gehört ja auch in die Kategorie Geld, was man nicht kriegt. Ja. Also das sind ja quasi geschätzt anhand von Rahmendaten. Aber selbst wenn das dann so viel wert sein soll, ist das die große Frage, erstens, ob es dann dazu auch verkauft wird und überhaupt sich jemand findet, der sagt, ich möchte das Bild haben. Das ist zwar sehr wertvoll, aber mein Geld will ich dafür nicht ausgeben. Das ist ja durchaus möglich. Das heißt, es gibt auch ganz große Verkaufsflops von angeblich wahnsinnig wertvollen Sammlungen. Also das ist einfach auch sehr virtuell. Das heißt. Ja, ich hatte noch mal eine Frage. Sie haben heute immer von zeitgenössischer Kunst gesprochen. Es gibt ja auch die Begrifflichkeit Gegenwartskunst. Lässt sich das abgrenzen oder wie?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nicht völlig falsch unterwegs bin, ist es schon ein bisschen fließend, aber in meinem Sprachgebrauch wäre die Gegenwartskunst ein bisschen größerer Zeitraum. Also ich würde zum Beispiel, was ich jetzt wirklich völlig willkürlich gesagt habe, alles, was so jenseits der 2000er Grenze gesagt wurde, wegen Gegenwartskunst oder so, wäre zeitgleich für mich wirklich an dem Moment passiert. Also das, wo wir gerade auch die Zeitgenossen sind. Es gibt auch so den Begriff der modernen Kunst oder so, da ist man dann eher im Alltagssprachgebrauch einer früheren Generation. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen genauer differenzieren, dann ist quasi das Museum für moderne Kunst eines, was sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt, das Museum für Gegenwartskunst eines, was für die letzten 20 Jahre im Blick hat, und das Museum für zeitgenössische Kunst, was wirklich mit den jungen Künsten, die heute gerade aktuell sind, arbeitet. Das ist aber jetzt keine Lexikon-Definition, sondern ein Sprachgebrauch, der, glaube ich, so verallgemeinerbar wäre, aber jetzt nicht unbedingt definitiv so ist. Oder hast du da eine Erklärung? Also kunsthistorisch ist die klassische Moderne von 1870 bis 1922. Da geht die Kunst auf 45 los und die zeitgenössische Kunst ist so um die 1980. Ja, wo ist die Gegenwartskunst jetzt? Wo ist die Gegenwartskunst? Die ist heute so. Die fließt. Also es stimmt schon, dass es fließt. Ja, genau. Aber wir in unserem Programm zum Beispiel bemühen uns zum Teil noch nicht etablierte Kunst zu zeigen, im Mix, aber auch mit schon etablierteren Positionen, weil wir hier am Ort die einzige Institution für zeitgenössische Kunst am Ort sind. Insofern auch die Sammlung mal der Stadt zum Beispiel passt irgendwie ins Programm. Während wir als Museum ja eher die Aufgabe haben, sozusagen schon die etablierteren Position zu festigen. Ja, sollen wir einen Punkt machen? Wirklich, wenn es von Ihrer Seite keine Fragen, keine Anmerkungen gibt, wenn Sie Lust haben an der Bahn noch an das. Ja. Das ist der gleiche Künstler. Ja. Ja. Dass man da mal den Unterschied. Genau. Aber man kann bei dem Künstler nicht sagen, dass er sich von der Abstraktion in die Gegenständlichkeit entwickelt hat. Denn Reinhard Wieczorek malt 92, als die Stadt aus der Sammlung, aus der Ausstellung 10 Jahre Leben der Kunstpreis einen Rückblick, diesen großen Elefanten kauft, malt Reinhard Wieczorek nach wie vor abstrakt auch. Und auch am Anfang hat er schon figurativ gemalt. Und eigentlich ist der Elefant auch total abstrakt. Ja, schon. Ich finde, dann spannend wird er ja genau in dem Bereich, wo man das Motiv aus dem Blick verliert. Vielleicht gibt es auch Farbe. Ja, das, was eigentlich auf der Leinwand passiert, nicht, dass es stark schön ist. Ich würde vielleicht noch ganz gerne ein bisschen, wir haben ja jetzt mehrfach gesagt, für eine Schätzung den Kunstlein geäußert. Wäre das dann nicht vielleicht eine Idee oder von Interesse, vielleicht in diese Auswahlkommission dann auch solche Kunstlein mit einzubeziehen, wenn doch die Kunstkenner eher. Ja, dann wird es aber kompliziert. Also, dann wird es kompliziert, weil sie dann natürlich mit sehr viel längeren Diskussionsprozessen zu tun haben. Und ich glaube, dass das, also wenn wir jetzt mal bei dieser einen Kommission bleiben, ich glaube, die wäre nicht mehr effektiv und handlungsfähig. Aber wo das ja immer wieder auch passiert ist, bei zum Beispiel Kunstpreisen, da mischt sich das oft sehr gerne, dass man zwei vom Fach nimmt. Auch wir haben von Malta auch einen Kunstpreis. Da ist sowohl ein Unternehmer dabei, da ist jemand aus dem Freundeskreis dabei, da ist ein externer Museumsdirektor dabei. Also das ist ein sehr bunter Mix und da gebe ich vollkommen recht, das ist eine sehr interessante und spannende Diskussion. Aber da haben Sie eine Engführung, also da haben Sie quasi schon die Auswahl aus, jetzt mal hochgreifend, 10 verschiedenen künstlerischen Ansätzen, unter denen man jetzt diskutieren und entscheiden muss. Man kann so sagen, das ist gut. Aber auf einer Messe haben Sie ein unglaubliches Fuß an Material. Natürlich auch aus unserer Perspektive viel Schrott dabei. Und da ist jemand ohne so ein vorgefertigtes Filtersystem auch vollkommen überfordert. Und da wäre auch so eine Kommission völlig überfordert, dass man so sagen, ja, aber das bitte jetzt nicht, weil da müsste ich Ihnen sagen, das ist so jemand so und so oder das setzt an der Stelle an, das ist jetzt für uns nicht diskutabel oder so. Ich glaube, da muss man dann irgendwann auch wieder so ein bisschen das machen, was ja auch seine Berechtigung hat, nämlich Experten dann auch als Experten nehmen. Denn bei aller Offenheit für das Publikum und dessen auch Laien oder so, ist letztendlich auch die Kunstgeschichte und auch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst eine Wissenschaft. Und damit auch etwas, was
quasi einen langen Ausbildungsweg hinter sich hat und der muss ja für irgendwas gut gewesen sein. Also das ist genau das Gleiche, dass ich das toll finde, wenn ich eingeladen werde, in einem Kernforschungszentrum mal zu schauen und mal zu sagen, was ich da so sehe. Und das ist für die Wissenschaftler interessant, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, ja, drück doch mal auf den Knopf oder rühren Sie jetzt mal die Substanzen zusammen und wir gucken mal, was passiert. Also da ist schon auch nochmal irgendwann da so ein Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt sind wir dann auch wieder die Experten, die dann auch erstmal auf dem Hintergrund der Erfahrung, des Wissens etwas machen können, wo wir sie mitnehmen könnten als Laien, aber dann mit einem Horizont, wir haben eine Woche Zeit. Und wir würden sie auch wieder zuschlagen müssen, weil ich würde ihnen dann auch sagen, an bestimmten Stellen, also ich sage jetzt mal über die Künstlerin so und so, die hat schon das und das gemacht, die macht furchtbar kitschige Sachen, das setzt an einem Punkt an, wo sie sehen, dass die nur mit Komplementärkontrasten darauf setzen, dass man das schön findet, da hat man keine Reibungsfläche drin, da gibt es keine Widersprüchlichkeit oder Punkte, an denen man einsetzen kann. Und dann würden wir quasi im Schnellkurs bestimmte Punkte abarbeiten, wo sie dann am Ende sagt, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber die anderen eben auch sagen, es hat schon sehr viel Mühe gekostet, die Entscheidung zu kriegen. Und da sind wir dann schon ein bisschen schneller, definitiv. Also es ist nicht arrogant, sondern dass ich einfach so aus dem, das würde ich eben auch ein Physiker und Chemiker sagen, dass die Forschung schneller geht, wenn jetzt die Gelein mit einbezogen werden. Ja. Ja, dann. Gut.